Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 3. August 2018 mit dem Video: Wie geht es deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? Und natürlich, wie geht es dir dabei? Also, bevor ich hier mit der Deutung beginne, möchte ich dich ganz herzlich bitten, deine Augen zu schließen und voll und ganz dich in deine Situation einzuleben. Konzentriere dich auf dich und deinen Seelenpartner. Schließe deine Augen. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Botschaften. Also ich beginne mit der ersten Karte und da kommt der Erleuchtete. Ich beende in deinem Leben einen Zeitabschnitt. Ich bereite dich vor auf das Neue für deinen Seelenpartner. Heute, gestern hatten wir auch einen kräftigen Portaltag. Das wandelt auch so einiges, also in diesem Prozess um. Also ein Mann tritt in dein Leben und gibt dir zu verstehen, dass sein Lebensabschnitt zu Ende gegangen ist. Eine Information kommt von außen an dich heran, welche ein Ende ankündigt. Gestatte, dass dieser Zyklus sich vollenden will. Setze keine Widerstände. Beende das, was sich abschließen will, mit positiver Hinwendung. Denn dann kann etwas Großartiges, etwas Neues entstehen. Das Alte wird abgeschlossen, das Neue wird vorbereitet. Also natürlich könnt ihr auch hier umdenken, also ihr kennt am besten die Situation von eurem Seelenpartner. Es kann natürlich auch eine Frau in sein Leben treten, die ihm dann diese Ende verkündet. Also fühle in dich hinein, was jetzt für dich stimmig ist. Es geht jetzt hier in deinem bei seinem Seelenpartner, dass halt ein Zyklus zu Ende geht. Ja, und dass halt etwas Neues, etwas Großartiges beginnen möchte, entstehen möchte und diese neue wird halt vorbereitet. So, dann schauen wir weiter. Ja, und da kommt schon die Maskerade. Erlaube dir, wahrhaftig zu sein. Also diese Karte zeigt auch, ich glaube, das hatten wir auch diese Woche schon, dass halt da noch eine gewisse Maske ist und diese Maske, also sollte fallen, sollte, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es wird, dein Seelenpartner wird ermutigt, einfach ja, seine Wahrheit auszusprechen, also wahrhaftig zu sein, sich zu zeigen, wie er ist, vielleicht auch über die Gefühle zu reden und so weiter. So, der Seelenpartner Orakelkarte sagt, sei bereit, Liebe zu zeigen. Wenn wir Liebe zeigen, erhalten wir auch mehr Liebe. Also es geht hier darum, ja, dass dein Seelenpartner auch offen zu seinen Gefühlen steht, ja, dass er das auch zeigt, dass er das auch ausspricht und einfach, ja, dazu steht, also zu dieser Liebe, zu diesen Gefühlen, ja, und dann wird er auch mehr Liebe erfahren, also wird auch mehr Liebe zu ihm fließen. Ja, und die Karte kommt doch mal, das wiederholt sich, also bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Also es geht hier darum, dass er wirklich, ja, einfach da zu dieser Liebe steht, dass er auf dich zukommt und dir das zugesteht, ja, welche Gefühle
ihm halt bewegen, was bei ihm gerade so in der Seele los ist. Ja, und da kommt die Lebensfreude. Ich öffne mich der Freude und fühle, wie mein Leben leichter und schöner wird. Also es geht hier darum, ja, dass er, also wenn der in der Lebensfreude ist und aus dieser, ja, zu viel Gedankenkarussell rauskommt, dann wird er auch fühlen, dass also wirklich auch das ganze Leben schöner und leichter wird, ja, kommt in der Leichtigkeit hinein. So, und die Engel sagen, ja, gib nicht auf, also er soll diese Beziehung auf keinen Fall aufgeben, ne? Also ist ja eine tolle Karte. Jetzt schauen wir nochmal, welche Engel heute ihn begleitet und begleitet ihm heute der Engel für Kraft und Stärke. Ich entwickle meine Kraft und Stärke in Liebe. Also es geht hier bei deinem Seelenpartner um diesen Kraft und Stärke zu haben. Oft sind die Gefühlsklärer unsicher, trauen sich nicht, haben keinen Mut. Ja, darum auch diese Rückzüge, haben starke Selbstwertgefühle und so weiter und so fort. Und also der Engel für Kraft und Stärke begleitet ihn heute, dass er wirklich in seine eigene Kraft kommt, ja, also in der Stärke kommt. Und das ist schon ein gigantischer Entwicklungsprozess. Jetzt schauen wir nochmal, welche Karten hier nochmal kamen. Also nach wie vor, also die Finanzen spielen nach wie vor eine große Rolle bei deinem Seelenpartner, also Finanzen und Materialismus. Und ja, halt, er wartet immer noch. Also dieses Warten und Warten, Warten. Ja, das kennt ihr ja schon, das wollt ihr auch nicht gerne hören, aber ich habe hier die Karten gemischt und gefragt, was ist denn heute die Botschaft? Und diese Karten kamen halt raus. Und hier kamen auch zwei Karten, lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Also er ist jetzt wahrscheinlich auch in sich gekehrt, durch diese Portaltage auch bewegt sich einiges, durch diesen sehr kraftvollen Mondfinsternis, was wir auch also jetzt vor einer Woche hatten. Also es kommen etliche Themen hoch und also wird alles beleuchtet, ja. Und dann kommt die Karte nochmal, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Also da sind also sehr, sehr tiefe Gefühle da, ja. Er hört nochmal in sich hinein und ja, und er versucht auch, das hinter seinen Gefühlen ja, zu erfassen. Was ist das eigentlich? Warum diese starke Anziehung? Warum immer das an dich denkt? Was ist das denn jetzt? Ist das Liebe? Was ist das? Ist das nur eine körperliche Anziehung? Auf jeden Fall, er fühlt in sich hinein, ja. Und dann, wie geht es weiter? Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, dein Wunschpartner wird mit dir zusammen sein. Ihr werdet eine feste Beziehung haben und auch zusammen wohnen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Problem ist nur der Zeitfaktor. Auch wenn letzten Endes alles gut werden wird zwischen euch, braucht es einfach nur eine Menge Geduld und Vertrauen. Deinerseits lebe im Hier und Jetzt, sprich, setz dich nicht in die Warteschleife, bis Tag X kommt. Du darfst ruhig andere Beziehungen eingehen, bis er soweit ist. Also das haben wir jetzt auf seine Seite gezogen. Also ja, natürlich dürft ihr beide andere Beziehungen kommen und natürlich werdet ihr euch auch nicht aus den Augen verlieren. Also ihr seid wie durch einen unsichtbaren Band miteinander verbunden. Und also wichtig ist, dass ihr beide halt nicht in diese Warteschleife seid, ja. Und ja, also dass ihr auf jeden Fall eine feste Beziehung haben werdet. Und das sind doch schon tolle Aussichten. Das ist schon eine tolle Entwicklung. Und der Universum arbeitet ja auch mit, ja.
Und da kommt die Herzchakra, also Liebe, Vertrauen, Hingabe und Vergebung. Also die Herzchakra ist blockiert bei deinem Wunschpartnern. Und da kommt das schüchterne Herz. Dein Wunschpartner ist dir im wahrsten Sinne des Wortes mit Haut und Haaren verfallen. Für ihn bist du die schönste und erotischste Frau der Welt. Und genau hier liegt das Problem. Was will so eine Frau von einem Mann wie ihn, fragte sich. Sein mangelnder Selbstwert bringt ihn dazu zu glauben, dass du ihm zwangsläufig früher oder später von einem anderen Mann wieder weggenommen wirst. Er redet sich also ein, dass du nicht der Typ für eine dauerhafte Beziehung sein kannst, aufgrund deiner äußeren Erscheinung und oder deines Auftretens bzw. Selbstbewusstseins. Er stellt dich auf einen Sockel und flüchtet regelrecht vor dir, wie du ja merkst. Also natürlich ist er beeindruckt von deinem Selbstwert, dass du so zu dir stehst, zu deinen, dass du so auch wie du dich gibst und was du ausstrahlst. Und ja, er hat natürlich starke Selbstwertgefühle und denkt, ja, vielleicht kommt da jemand und nimmt dich ihn weg. Also auf jeden Fall, das spielt bei ihm eine große Rolle. Aber, also ich denke, also allgemein die Karten hier von Universum wird auch einiges mit auf den Weg gegeben. Natürlich kannst du auch Energiearbeit bei mir diesbezüglich buchen, womit du in Resonanz gehst oder wenn du einen Impuls hast, irgendwie das Ganze zu heilen zu wollen oder zu beschleunigen, diesen Prozess, oder bei deinem Seelenpartner, dann schau einfach in meinem Shop und fühle hinein, was für dich sich stimmig anfühlt. Natürlich wird es auch am Sonntag wieder das neue Wochenangebot geben. So, auf deine Seite, die erste Karte ist das Erspüren. Erspüre dein Gegenüber, nimm mit deinem Herz Kontakt auf, so wirst du erblühen. Also da kommt das Erspüren. Und dazu lese ich die Karte, die Bedeutung. Es geht hier darum, bei dir, wem bist du begegnet, welche Begegnung hat dich berührt und bewegt? Spüre, was jene Begegnungen, die dir in deinem Leben wichtig sind, in dir auslösen und bewirken. Denke nicht darüber nach, sondern erkenne es mit deinem Herzen. Also beobachte, wo sich dein Herz verschließt und wo es sich öffnet. Beginne die Sprache deines Herzens zu verstehen. Bringe das Geben und Nehmen, das Empfangen und Ausstrahlen in deinem Leben in einem natürlichen Ausgleich. Die Sprache deines Herzens wird dich dabei führen. Also es geht hier darum, also die Begegnung mit deinem Seelenpartner hat ja also einiges bei dir ausgelöst. Also ich denke, sehr viel Positives. Und ja, beobachte einfach, wo gibt es noch Themen, wo gibt es noch Anteile, wo du dein Herz verschließt. Also es ist wichtig bei dem ganzen Seelenpartnerprozess ist, dass dein Herz geöffnet ist, ja, und dass du auch mit dem Herzen gewisse Dinge verstehst, also die Sprache deines Herzens, ja, was will dein Herz, deine Emotion, dein Gefühl dir sagen? So, und natürlich kommt hier nochmal, dass hier eine Ausgleich stattfinden sollte. Also, das geht hier darum, vielleicht hast du auch zu viel für deinen Seelenpartner gemacht. Es geht hier auf jeden Fall darum, dass hier eine Ausgleich generell stattfindet, ja? So, dann schauen wir nochmal die Seelenpartner-Orakelkarten. Achte deine Emotionen. Unterdrücke und verurteile deine Gefühle nicht. Also wenn Emotionen
hochkommen. Also es geht hier darum, dass du sie bewusst wahrnimmst, annimmst, dass du sie achtest und dass du deine Gefühle nicht unterdrückst, ja? Dass du halt dein Herz offen hast und deine Gefühle einfach nicht unterdrückst. Da begleitet dich heute Engel für Reife und Weisheit. Ich komme mehr und mehr in meine innere Weisheit heran. Also diese innere Weisheit in dir ist das, wo du das nicht erklären kannst, wo es dafür keine Erklärung gibt. Aber wenn du dennoch das Gefühl hast, das weiß ich einfach, das weiß ich. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich weiß es einfach, dass es gut ausgeht. Ich weiß es einfach, ich habe so ein inneres Wissen, so eine innere Weisheit, so ein inneres Vertrauen. So, und die Engel sagen dir auch, dass du dich in diesen Seelenpartner-Prozess auch in gewisser Weise heute durchsetzen solltest, ja? Es gibt sicherlich irgendwie eine Situation, wo du dich durchsetzen solltest heute, ja? Dass du in deine Kraft bist und dich durchsetzt. Ich sehe gerade meine Haare. Ja, Entschuldigung. Ja, und da kommt die Herzkraft. Also ich vertraue der weisen Kraft meines Herzens, die mich liebevoll führt. Also es geht darum, dass du wieder in deine Herzkraft kommst und dass du auch wirklich vertraust, dass es alles richtig ist, was du in deinem Herzen fühlst. Und dann wird dich auch dein Herz führen, ja? So, wie geht es hier weiter? Hier sind zwei Karten aufgekommen. Es kommt die Sonne, also die männliche Kraft, vielleicht Stabilität. Also es geht darum, dass du dich auch heute verbindest. Und ja, die weibliche Kraft kommt von Mutter Erde, ja, das Warme, das Empfangene, und die männliche Kraft kommt aus dem Universum, also die Sonne. Und ja, dass du dich durchsetzt, das ist auch ein männlicher Charakterzug, ja, dass du diese männliche Kraft und Stärke auch heute lebst und durchsetzt, und es wird dir Stabilität verleihen. Und die zweite Karte ist die Chance. Alte Verhaltungsweisen streben nach Veränderung und die Chance. Also das siehst du auch hier, also die Transformation. Also ich habe jetzt nur diesen ganz viele Schmetterlinge hier. Siehst du auch die Transformation. Es geht hier wirklich darum, wenn du immer klein beigegeben hast und klein immer nachgegeben hast bei deinem Seelenpartner, dass du diese Verhaltensweisen einfach änderst, dass du wieder in deine Herzkraft kommst, ja, Herz geöffnet, Liebe fühlst, natürlich, aber dennoch dich durchsetzt, ja, dass du nicht klein beigibst, sondern ja, diese Ausdauer und diese Stabilität auch ausstrahlst, also dass du sagst, okay, komme einfach in deine Kraft, das kommt mir heute ganz stark, ja. Und dann kommt die Karte, bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben, positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Also es geht wirklich darum, dass du auch positiv bleibst, egal was geschieht, also besonders heute, und in Vertrauen bleiben sollst, also dass in der Liebe, also ein glückliches Vorankommen sein wird, ja. Und hier, du darfst ohne Angst lieben, mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Also es geht wirklich hier auch darum, ich hatte hier auch die Karte, dass du dein Herz öffnest, war das nicht? Ja, achte deine Emotionen, unterdrücke und verurteile deine Gefühle nicht. Also öffne dein Herz, um diese höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Und die nächste Karte ist, du verdienst es, geliebt zu werden. Du
bist liebenswert. Also, dass du das auch ausstrahlst, also, dass du in deine Kraft, in deine Selbstwert kommst. Und auch so in gewisser Weise, wenn du das ausstrahlst, dass es auch so bei deinem Seelenpartner auch so ankommen sollte, ja? Dass du sagst, okay, ich darf zwar ohne Angst lieben und ja, ich bleibe optimistisch, aber dennoch bin ich es mir wert, gut behandelt zu werden. Bin ich es mir wert, so und so und so behandelt zu werden. Das kommt mir ganz stark rüber. Also, dass du mehr in deine Selbstwert kommst, mehr in deine Kraft kommst, ja? Dass du dich auch durchsetzt. So, da kommen die Träume und Intuition und tiefe Gefühle, Eifersucht, Melancholie und Anziehungskraft. Also es geht hier wirklich um sehr tiefe Gefühle, Eifersucht weiß ich nicht. Also auf jeden Fall Eifersucht glaube ich nicht, aber sehr tiefe Gefühle und auch die Anziehungskraft und auch Melancholie und natürlich Träume und Intuition, also für deinen Seelenpartner. Also du bist da diesbezüglich sehr, sehr intuitiv. Jetzt schauen wir nochmal Amors Botschaften für euch, also für dich jetzt. Also es kommt wieder das Gleichgewicht, also Balance, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Also dass hier eine Balance stattfindet, ja, auch zwischen euch eine Balance stattfindet, also auch im Geben und Nehmen eine Balance stattfindet. So, und folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Also du wirst jetzt nochmal aufgefordert, da in also deinen Herzen auch zu folgen. Und wie geht es hier weiter? Wir schauen nochmal. Also da kommt die Ungewissheit bei dir. Dein Wunschpartner hat ein Ziel vor Augen, das aber noch relativ verschwommen am Horizont erscheint. Das Ziel ist innere Frieden, Harmonie, Balance, Zufriedenheit und Familienleben. Das wünscht er sich. Sollte er schon eine Familie haben, steht nun vor der Wahl, der jetzige Beziehung oder Ehe wieder zu kitten oder aber auch neuen Lebensabschnitt mit dir zu wagen. Er ist noch nicht klar darüber. Er erfindet, es fordert Mut und die Frage ist, ob er den Mut haben wird. Also umgedeutet auf dich, natürlich hast du auch ein Ziel vor deinen Augen und möchtest gerne ein zufriedenes Leben, also Frieden, Harmonie und Balance haben, vielleicht auch Familienleben. Das wünschst du dir und ja, du, wenn du jetzt noch in Beziehung bist, dann hast du jetzt die Wahl, in welche Richtung du gehst. Und wenn du jetzt keine Beziehung hast, trotzdem ist es wichtig, dass du da eine gewisse Klarheit auch hast, ja, dass du wirklich klar und deutlich dich entscheidest und auch da mutig bist, ja. Und ja, das ist halt auch für dich ein Anstoß, dass du heute darüber klar wirst, was du auch wirklich willst und wie es dann halt auch hier weitergehen soll. So, die nächste Karte ist die Stirnchakra Vogelfrei. Dein Wunschpartner weiß, dass sobald ihr zusammen seid, sich alle das Maul über euch zerreißen würden und genau das schreckt ihm ab. Gründe können sein, dass er von euch noch vergeben ist oder eine Trennung, Scheidung sich dann wie ein Lauffeuer im Freundes- und Bekanntenkreis verbreiten würde oder aber weil ihn ein sehr ungleiches Paar seid, volle Gegensätze, noch fehlt es um die Kraft und Energie hinter diesem Schritt mit allen Konsequenzen zu stehen. Jedoch wünscht er sich sehr, aus einer eventuell noch bestehenden Partnerschaft auszubrechen, aber das äußere Umfeld nimmt noch zu starken Einfluss auf ihn,
auf ihn, sein Denken und Handeln. Also es geht hier auch bei dir darum, falls jetzt in diese Beziehung käme, also auch deine Stirnchakra ist was blockiert, dass du auch denkst, wie reden die Freunde darüber, wie reden die Bekannten darüber. Ihr seid ja ein sehr ungleiches Paar, ja. Und ja, also du bist ja auch noch nicht ganz in deiner Mitte, dass du voll und ganz mit allen Konsequenzen dahinter stehst, ja. Du wünschst dir das aber schon sehr, aber es fehlt dir noch ein bisschen an der Kraft, dass du dahinter stehst, ja. Und das hat wirklich auch einen Einfluss auch auf dein Denken und Handeln, dass da schon manchmal Zweifel bei dir hochkommen. Oder. Also der Prozess entwickelt sich gut. Also generell, wenn du das jetzt schaust, also es hat sich schon einiges die letzten Wochen so bei euch beiden getan. Und das ist doch wunderbar. So, meine Lieben, ich komme zu Ende. Ich danke für eure Interesse, für eure Zeit und sage, sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.